Herzlich willkommen zurück bei Elex. Und wir waren letztes Mal auf der Reise gewesen zum Mord der Kleriker, haben noch was ausprobiert, was nicht geklappt hat, aber ich kann euch jetzt sagen, warum es nicht geklappt hat. Ich habe es zufällig in einem anderen Video gesehen. Das war irgendwie so eine Eingebung. Ganz einfach Rainer, wir haben bei Rainer die falschen Antworten gewählt. Bei Rainer hätten wir auswählen, also lügen müssen. Dann hätte er uns hier leider ziemlich unschön mitgeschleift. Und deshalb hat es nicht funktioniert. So, zumindest weiß ich, boah, ich bin bei Duras im Kopf. Zumindest wissen wir jetzt, woran es liegt. So. Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Ja komm, jetzt machen wir das hier. Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen, aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Das verstehe ich nicht. Auf eine Art verschleppen sie einen, wenn man lügt, ja, und will unbedingt, also packt sie dann in den Hort der Kleriker und somit sollst du dann praktisch, du bist zwar nicht gezwungen, aber du kannst dann Kleriker werden und auf der anderen Seite willst du es freiwillig machen, das heißt, sie haben ja zu wenig Leute. Sie haben zu wenig Leute und sind nicht mehr viele und dann machen sie so Theater, wenn man tatsächlich Kleriker werden will und rein will, ne? Ja, dann tun wir das so vorab. Und wie soll dieser Gefallen aussehen? Das wird sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für mich tun kannst, wenn du hier bist. Aber darüber brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Ja, machen wir. Hauptsache, komm rein. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elixit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Gut, wir fragen natürlich nach. Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Klar, ganz einfach. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Oh. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Ja, wobei, wir gehen jetzt nicht rein, weil ich mir nämlich überlegt habe, letztes Mal ist mir die Quest, die ich gerade noch erledigt habe, abgebrochen worden, als ich Kleriker wurde. Und das möchte ich, ja gut, nee, ich habe ja erst eins betreten, ne? Ich habe erst einen betreten. Macht nichts, wir gehen jetzt rein. Zack, wir gehen jetzt rein. Dankeschön. Und da wären wir schon ganz anders. Wow. Schon ganz anders als wie die Berserker. Ein richtig krasses Gegenteil. Genauso wie mit diesen Kampfmaschinen. Kampfkoloss der Kleriker. Die sehen schon echt krass aus, oder? Wenn die hier mal durchdrehen, dann ist hier aber keiner mehr am Leben. Warum nennen sie das hier eigentlich den Hort?
In alten Geschichten, die man sich erzählt, heißt es immer, zu einem Hort gehört ein Drache. Aber vielleicht hat einer der Kerle ja eine Großmutter, die diesen Platz einnimmt. Ja, der Drache, ne? Ist aber nicht der Drache die Schwiegermutter? So, den Automaten könnte man mit den alten Münzen, aber ich glaube, ich habe gar nicht genug, ne? So, achso, Ende. Ne, also hier kann man mit alten Münzen definitiv was kaufen. So, hier haben wir ein Akolyt. Ah, jetzt nicht. Oh, die sind genauso wie die Berserker. Aber die Martha sprechen wir an. Wo haben sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Ich würde das nicht essen. Der Geruch spricht Bände. Mein Gott, Duras. Ich glaube, ich habe ihn letztes Mal gar nicht dabei gehabt. Wir bedanken uns herzlich, egal wie es riecht. Ne? Wir sind höflich. Danke. Ich weiß das Essen zu schätzen. Das freut mich. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Ich hänge an meinem Leben. Zu den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten. Ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Ich weiß deinen Vorschlag durchaus zu schätzen. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Warum hast du denn nicht schon längst jemanden geschickt? Ich habe so meine Bedenken, dass die meisten hier das nötige Feingefühl besitzen, um mit ihnen zu verhandeln. Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Wenn du also etwas für unsere Gemeinschaft tun willst, rennst du bei mir offene Türen ein. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Hier können wir uns jetzt noch die Waren anzeigen lassen, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Gut, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal zu dem obersten Boss gehen, bevor ich alle anderen abklapper. Oh, wer bist du? Ein Kleriker. Oh, guck mal hier, das Hologramm. Oh. Ich gehe jetzt mal nicht aus dem Weg. Was macht er? Oh, er geht rum. Au. Boah. Oh, da oben die Tafel. Hammerhart, hammerhart. Oh. Ne, hier wollte ich nicht rein. So. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal, bevor ich hier andere... Ach, jetzt werde ich angesprochen. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Ach Gott, die ist nett. Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du,
Es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Ich kann's versuchen. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Also mir gefallen meine Ohren, die bleiben dran und du hast zwei eigene. Aber wir können uns dein Problem anhören. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Nein, sollte ich das? Oh ja, er ist der Begründer unseres Ordens. Der Grund, warum wir existieren. Erzähl mir etwas über Arvid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Dazu sind wir doch nicht stark genug. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Wow, es wird immer mehr. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Naja, ist ja zumindest nachvollziehbar, ne? Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten.
Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten. Und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Das ist das, was ich sowieso vorhabe. So, wir gucken mal, was wir bei ihm lernen können. Bring mir etwas bei. Gut. Persönlichkeit, genau. Erfahrener Lehrer. Ich habe keine Lernpunkte, ich weiß, aber dafür bräuchte ich 10, dafür bräuchte ich 15, also noch ziemlich viel. Erfahrung kommst mehr für, das wäre auch nicht schlecht, ne? Die Gruppe wäre natürlich auch noch gut, wenn sie stärker wäre. Ja, aber wir haben ja eh keine Punkte. Und eigentlich wollte ich ja das auch, wenn ich Kleriker bin, dann für die Kräfte einsetzen. Nee, Moment, da kamen wir, glaube ich, her, oder? Kamen wir hierher? Wow. Ich glaube, da hinten ist ein großes Gebäude. Das ist hier... Ich kenne mich hier immer noch nicht aus, ne? Also ich kann mich hier immer noch nicht wirklich zurechtfinden. Wir gehen jetzt erstmal in dieses große Gebäude da. Das möchte ich jetzt. Hört mir zu, ihr Jünger Kalans. Der Kleriker Bertram weilt wieder an unserer Seite. Auch wenn er mit seiner Aufgabe versagt hat, so hat Kalan sein Leben verschont. Lasst uns dankbar sein und ihn an der Brust seiner Brüder willkommen heißen. Bertram, yay. Ihn haben wir gerettet. Und zur Flucht aus von den Berserkern aus Goliath geholfen. Und das war's gewesen. So. Oh, schnell den... So. Kathedrale wurde aktiviert. Ich rede auf jeden Fall nochmal mit allen. Das wisst ihr ja, ne? So langsam dürfte man mich kennen. Ich möchte die Aufgabe in jetzt bekommen. Guckt ihr diese Halle an. Wie viel Zeit haben die Kerle wohl benötigt, um sie hochzuziehen? Ja, das dürfte einiges an Zeit gekostet haben. Hammer, ne? Da ist das Archiv. Der lässt uns eh nicht durch, aber wir reden jetzt erstmal mit dem Boss. Wir sprechen ihn an, den guten Reinhold. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hart gelassen wurde. Ja. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Also einmal ganz kurz im Allgemeinen. Die drei Fraktionen, denen man sich anschließen kann. Sie haben alle etwas, womit man sich nicht... Aber ich glaube, das ist auch extra so gemacht. Ja, weil er will sie ja nur benutzen. Jax will nur eine Fraktion benutzen, um seine alte Stärke zu bekommen. Ja, weil er es mit den Alps ja nicht mehr schafft. Aus offensichtlichen Gründen. Und er will seine Stärke zurückhaben. So. Das heißt, er muss sich einer Fraktion anschließen, um deren Stärke praktisch zu benutzen für sich. Er schließt sich nicht, wie in anderen Spielen, aus Sympathie an. Denn, ganz ehrlich, die Kleriker, die sind sowas von fanatisch und gleichen schon fast einer Sekte.
dann die Berserker mit ihren Gesetzen auch so extrem und technikfeindlich und so. Und die Outlaws gefallen mir sowieso nicht, die sind mir zu ruppig und ja, weiß ich nicht, so richtig, ich weiß nicht. Die Outlaws mag ich am allerwenigsten. Von daher Sympathie habe ich für keine, so dass ich jetzt sagen würde, ja, ich kämpfe für euch und keine Ahnung was, habe ich bei keiner Gruppe der Gruppierung. Ja, aber ich mag deren Rüstung und ich mag von den Klerikern, wie gesagt, die Kräfte. Und das ist der Grund, warum ich die wähle. Also die von den Berserkern ist auch nicht wirklich schlecht. Guckt euch sein Gesicht an, das ist ja geil. Aber das mal so kurz, ja, also es geht hier nicht darum, ja, die sind aber so und so und mit wem sympathiere ich. Jax benutzt diese Fraktion praktisch einfach nur, um weiterzukommen in seinem eigentlichen Vorhaben. Ja, das ist das. Also er unterstützt sie nicht, weil er da sich komplett reinfallen lassen will, sondern zieht da seine Zwecke raus. So. Ja, ja, ich will das. Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Es freut mich, dass Xander dich in den Hort gelassen hat. Er hat mit dir eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Das glaube ich. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Ui. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Die meisten Stimmen, ne, von den ganzen Charakteren und NPCs, ja, die kenne ich alle aus Risen. Ja, die gab es in Risen alle schon. Und das fühlt sich nochmal so ein Stück weit mehr wie zu Hause an. Wie zu Hause. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unserer Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Ja, das will ich. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich.
Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder zu dem zu machen, was sie einst war und noch weit darüber hinaus. Tritt uns bei und du kannst teilhaben an unserem Wissen, Glauben und unserer Technologie. Ja. Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin derjenige, der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Erkläre mir die Regeln des Horts. Eigentlich sollte dich Xander bereits über unsere Regeln informiert haben. Aber ich werde sie gerne für dich auffrischen. Zuallererst solltest du wissen, dass wir nicht die Outlaws sind. Wer hier klaut oder sich anderweitig strafbar macht, wird hart bestraft. Die Strafen reichen von einfachen Geldstrafen bis hin zum Tod. Wer hier beim Elex-Konsum erwischt wird oder schlimmer noch damit handelt, muss sich dafür verantworten. Elexit ist die einzige Form von Elex, die wir außerhalb der Maschinen oder als Munition dulden. Hast du das verstanden? Ja. Ja, ja, ja. Du entscheidest also, wer Kleriker wird und wer nicht. Ganz richtig. Erst wenn ich sage, dass jemand bereit ist, darf er uns beitreten und seine Ausrüstung an sich nehmen. Mal angenommen, du würdest uns beitreten wollen. Dann würde ich dich auf die Probe stellen. Du würdest eine Aufgabe für mich erledigen, die von großem Interesse für die Gemeinschaft der Kleriker ist. Bei dieser Aufgabe würden wir dich beobachten und dann entscheiden wir, ob du zum Akolyt der Kleriker werden darfst. Stell mir die Aufgabe. Ja. Wie du möchtest. Da du keiner Fraktion angehörst und hier auch noch nicht besonders viele Freundschaften geschlossen hast, bist du perfekt dafür. Wir haben ein Problem mit Elex-Händlern hier im Hort. Niemand würde mir gegenüber eine ehrliche Aussage treffen. Du auf der anderen Seite bist ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du das Problem mit den Elex-Händlern aus der Welt schaffst, gibt es natürlich eine Belohnung. Und wenn du dich gut anstellst, ist es dir auch erlaubt, dich uns anzuschließen und ein wahrer Streiter Kalans zu werden, sofern wir dich als erfahren genug erachten. Jawohl. Ihr habt Probleme mit Elex-Handel hier im Hort? Allerdings. Und wenn ich die Schuldigen erwische, werden sie sofort bei Balder, einem unserer besten Suggestoren, auf dem Stuhl landen. Es ist inzwischen sogar eine äußerst große Belohnung auf die Händler ausgesetzt worden. Wenn du also der Meinung bist, du könntest sie finden, nur zu. Versuch dein Glück. Warum nicht? Ein paar Splitter sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn sie einem angeboten werden. Exakt. Ich hätte Duras wahrscheinlich doch stehen lassen sollen. Dem wird wahrscheinlich so einiges nicht gefallen, was ich hier tue. Wie steht's um die Alps? Die Kriegsstrategie gegen die Alps ist Sache von Judikator Ulbricht. Es wird erst zu meiner Aufgabe, wenn sie den Hort selbst bedrohen. Beispielsweise haben die Separatisten meine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten vornehmlich im Hintergrund und sind oftmals schwer zu erkennen. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Dietrich bereits auf die Hintermänner des Elex-Handels hier im Hort angesetzt. Du solltest mit ihm sprechen. Ansonsten hatten wir hier erst vor kurzem einen ganz konkreten Fall von Elex-Handel, bei dem ein Verdächtiger entkommen ist. Wir konnten den Kreis der Verdächtigen auf 3 Personen einengen. Wer sind die Verdächtigen? Es geht um Oswald, Hagen und Siegfried. Oswald haben wir ja schon gesehen. Du solltest mit den Wachen sprechen, die zur Tatzeit Dienst hatten.
Jede Wache wird angehalten, Protokolle zu schreiben. Wenn wir Glück haben, geben diese uns Aufschluss darüber, wer der wahre Täter ist. Ich brauche mehr Einzelheiten über das Verbrechen. Also pass gut auf. Viel wissen wir nicht. Die Tat ist nachts begangen worden, vor einigen Tagen. Einen der Verdächtigen konnten wir festsetzen, aber... Nun ja, sagen wir einfach, er ist nicht mehr in der Lage, uns sinnvolle Informationen zu geben. Unsere einzige Hoffnung ist es jetzt, die Protokolle der Wachen von dieser Nacht durchzuschauen. Vielleicht findet sich dort drinnen ja etwas. Wo finde ich die Wachen, die ich befragen soll? Xander, die Torwache, kennst du ja bereits. Er steht vermutlich wie immer am Haupteingang und hält dort Wache. Dann solltest du noch mit unserer Grubenwache und der Fabrikwache reden. Die Grubenwache findest du hier direkt westlich, unterhalb der Kathedrale. Und die Fabrikwache findest du im nördlichen Teil des Lagers, bei den Roboterproduktionsstätten. Das machen wir noch nicht. Also, so. Na schön. Na schön. Duras, ich glaube, das war doch falsch, dich mitzunehmen, aber gut, jetzt ist es nun mal so. Bevor ich mit mehr Leuten quatsche, werde ich mir die Quest mal aktivieren. Da. Ganz unten ist Ignodon. So. Nein, Nahrung für die Kleriker machen wir auch noch. Nächtliche Geschäfte. Ich glaube, das ist es. Xander, Fabrikwache, Grubenwache. Jetzt sind wir einmal hier. Können auch eben dahin rennen. So, jetzt haben wir endlich unsere Aufgabe bekommen und können dem nachgehen. Danach kümmere ich mich um alles. Hallo? Um alles andere auf jeden Fall. Boah. Das sind so riesen Gebäude, ne? Ja. Aber wir haben schon Überlänge wieder mal. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich bin froh, dass ich auf jeden Fall bei dieser Folge schon mal in dem Hort bin und schon mal meine Aufgabe bekommen habe. Jetzt dürfte es nicht mehr lange dauern, bis wir Akolyt werden können. Und das werden wir dann nachgehen. Und dann kümmern wir uns ganz in Ruhe um alles andere, wenn wir erstmal die ganzen Kräfte haben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.